I remember when people said HTTP is going to change our world, or HTML is, or calculator, or the PC, and they were all correct, but they didn't quite understand how. Wir sind bei dreidimensionalen Lernwelten, wir sind bei Hologrammen, wir sind bei Metaverse, wir sind bei künstlicher Intelligenz. Das gab es alles noch nicht. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Entwicklung, die wir da technologisch durchgeführt haben, aber auch gleichzeitig die Konzepte werden natürlich viel vielfältiger. Und in den letzten Jahren haben wir den Lernenden auch wieder entdeckt, nämlich den in den Fokus zu stellen, das Thema Learning Experience. Viel natürlich, dass ich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt, mit allen Vor- und Nachteilen. Also wir haben das Thema natürlich, was hier dominiert, künstliche Intelligenz, und ich glaube, darum müssen wir uns auch kümmern, weil es einen großen Umbruch erzeugen wird in den Organisationen, sowohl im Arbeiten wie auch im Lernen. Und das müssen wir zusammen gestalten. Businesses have changed, careers have changed, how and where I work has changed, and that's continuing to be a trend, and we have to watch it, and we have to honor it. The second one, and you can't pick up a newspaper without hearing the excitement, confusion, fear, or fantasy of AI. And I think AI will allow a whole new way in which we create knowledge and learning. The third piece, which is, I think, enormously important, is that careers are changing. Many people used to get a job and they thought they would be there their whole life. That's changing. And so now people are not only needing to learn to do their job for today, but they're already thinking about the job for tomorrow. Was wir wahrnehmen, ist jetzt wirklich eine große Welle Richtung Skill-Transparenz und Skill-Orientierung. Wenn wir wirklich individuelle Lernangebote machen wollen, müssen wir natürlich wissen, wo stehst du gerade? Was sind deine Bedürfnisse? Lernen hat zum Beispiel immer was mit Emotionen zu tun. Und die Frage ist, wie kann ich diese Emotionen unterstützen? Das kann ich on-site in einem Seminar, auf einer Messe genauso machen wie in einem virtuellen Space. Und die Frage ist eigentlich immer, wann nutze ich welche Technologie, in welchem Setting und wie sieht die ganze Journey aus? Wir werden Assistenten, Lernassistenten haben. Ich nenne nicht Lernassistenten, weil ich glaube, es wird ein persönlicher Assistent. Arbeiten, Lernen, vielleicht aber auch private Fragestellungen werden da, glaube ich, sehr stark ineinander fließen durch GPT und die neuen Technologien. Und das wird keine 30 Jahre dauern. Ich glaube, das werden wir spätestens in 5 Jahren, werden wir da richtig gute Systeme zu haben. I think learning will be continuous, whether it's with your phone or your earpiece or 4D or the like. I think we will every day have an opportunity to learn something, try something, even fail at something as part of learning. Wir müssen ins Ausprobieren kommen, wir müssen ins Experimentieren kommen, damit dass wir uns auch unsere eigene Kompetenz damit aufbauen können, um sozusagen auch im Driver's Seat zu bleiben. Also dass die Technik nicht uns dominiert, sondern dass wir reflektieren, wie setzen wir die Technik am gewinnbringendsten für uns persönlich und natürlich aber auch für die Organisation ein. Menschen können mit mir, mit meinem Avatar, mit mir als Hologramm interagieren, dass ich vielleicht noch mehr räumlich bei Lernsettings dabei sein kann. Ich glaube, dass das eine Entwicklung ist und das Thema adaptives Lernen noch voranzutreiben, jedem seinen individuellen Lernpfad, jedem sein individuelles Lernangebot machen zu können, das wäre so meine Vision.